Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir liegen in Köln vor Anker, wo kein Kapitän ist, aber wir haben was zu tun. Unser Fürst möchte mal wieder Unterstützung und deshalb machen wir uns auf den Weg nach Lübeck. Aber vorher mit einem kleinen Zwischenstopp in Aalborg, denn ich hatte ganz vergessen. Ah nee, wir müssen erstmal den Auftrag annehmen, ne? Wie war das nochmal? Wo haben wir den? Hier, Landesfürst. Bis zum 23. April, das geht eigentlich noch. Wir werden das akzeptieren, das kriegen wir schon zusammen. Gut, was ich vergessen habe, wir wollten in Aalborg ja noch gerne hier noch ein oder zwei Rinderfarmen machen. Und dann, denke ich, werden wir auch noch ein Schiff in Auftrag geben, weil dieser Konvoi, der ist schon wieder voll. Schaut mal, 1020, da hauen wir noch einen Kreier rein. Also erstmal nach Aalborg. So. Hansetag, jetzt können wir auch erfahren, wie die Abstimmung gelaufen ist. Landesfürst erinnert uns nochmal, was wir liefern müssen. Mit 24 zu 14 Stimmen wurde ein Antrag abgelehnt. Eieiei. Na gut. Wir sind in Aalborg, genau. So, was ist hier los? Zu wenig Arbeiter. Tatsächlich, 59 von 60. Na gut, das hält sich an Grenzen. Und hier überall zu wenig Arbeiter. 171 von 180. Das ist natürlich... Was ist denn das hier? Die sind unzufriedenen. Die Armen, das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Vielleicht sollten wir uns langsam doch ein bisschen um die Versorgung hier auch von solchen für uns wichtigen Städten Gedanken machen. Haben wir bisher immer nicht gemacht. Wir haben immer nur auf unsere Sachen geachtet. Tja, ja. Bier fehlt hier zum Beispiel. Haben wir zu wenig Bier? Eigentlich habe ich über den Konvoi eigentlich immer darauf geachtet, dass die Sachen immer mittransportiert werden. Aber ganz offensichtlich, Gewürze funktioniert nicht, Bier funktioniert nicht. Und Wolle ist, glaube ich, kein Bedürfnis. Was ist da los? Gewürze haben wir nun nicht immer, das ist klar. So, der bringt alles Mögliche weg. Aber offenbar nicht genug hin. Bier 30. Oder hatten wir in Lübeck möglicherweise nicht so viel? Gewürze nehmen wir mal ein bisschen mehr mit. Wenn schon mal was da ist, dann kann das auch mitgenommen werden. Obwohl, 5, machen wir 3. Und Getreide scheint im Moment auch knapp zu sein in Lübeck. Merkwürdig, da nehmen wir dann mal 10 mit. 100. Ja, also das müsste auf jeden Fall passen. Gut, naja. Lohnt es sich jetzt wirklich hier noch so eine Farm zu bauen oder macht das eigentlich keinen Sinn bei der fehlenden Bevölkerung? Also Wohnraum ist definitiv nicht das Problem, es ist die Versorgung. Na, ich denke, eine Farm machen wir mal. Viehzucht. Bauen wir sie hier weiter hinten in die Ecke rein. Und dann auf nach Lübeck. Und dann müssen wir mal beobachten, was die jetzt mit zurückbringen. Was von den Sachen möglicherweise fehlt. So, wir sind da. Und das ist der Konvoi, der jetzt zurückfährt. Der ist wirklich nicht so toll beladen. Bier ist immerhin dabei. Felle, Fleisch, Hanf. Ja, aber was definitiv fehlt, ist Getreide. Ist ja ein Ding. Ist unsere Getreideversorgung nicht gesichert? Müssen wir mal nach Danzig, glaube ich, vorbeigucken, wo wir unser Getreide herbekommen. Na gut, erstmal kümmern wir uns um den Landesherrn. Möglicherweise haben wir ja schon alles dabei. Kredit, darum geht es. Nein, wir haben nicht alles. Da muss ich mir erstmal notieren. Also, was war das jetzt? 40 Bier, 55 Eisenwaren, 30 Holz, 70 Pech und 35 Getreide. Könnte sein, dass Getreide fehlt. Mal gucken. Also, 40 Bier ist kein Thema. 55 Eisenbahn im Moment auch nicht, auch wenn es knapp ist. 30 Holz sollte überhaupt kein Thema sein. 70 Pech ist auch kein Thema. Das Problem ist wirklich Getreide. Wir haben nur 7 Getreide. Es gibt im Moment einen Getreidemangel. Und ich weiß gar nicht, ob wir den hier selbst lösen können. Die Danzig-Tour. Eisenbahn für Straßen.
Müssen wir hier vielleicht mal gucken. Hier wird Getreide produziert. Vielleicht kaufen wir schnell mal in Rostock was ein. Wir werden aber zwischenzeitlich nochmal einen Bauauftrag machen für einen Kreier. Und weiter geht's. Also dann, ach, Rostock wird belagert. Das könnte sein, dass es dann ungünstig ist, Getreide zu kaufen. Aber vielleicht hat sich ja ein Kapitän hier eingefunden. Nein. So, was ist denn da? Getreide 42. Ja, da kann man schon mal noch was kaufen, ne? Ja. Super teure Preise. Komm. So. Da fahren wir direkt mal zurück. Und bringen das in die Stadt rein. Allerdings reicht es noch nicht. 32. Wie blöd. Kann sein, dass jetzt auch gleich noch was verkauft wird. Hat Stettin hat auch Getreide. Ja, dann fahren wir nochmal schnell nach Stettin. Und kaufen da noch ein bisschen ein. Aus Danzig müsste eigentlich jetzt auch was kommen. Ah, das läuft. Das wird schon. So, hier kurz gucken. Nix da. Und mal schauen. Getreide. Ja. Dann nehmen wir dann nochmal 15 mit. Und ich hoffe, dass uns jetzt nicht da schon wieder was groß abgekauft wurde. Ja, das reicht gerade so. 36, 35 sollten wir. Mal sehen. Jetzt müssen wir hoffen, dass von dem Rest genug da ist. Sonst haben wir jetzt ein Problem. Nein, wir können die Waren übergeben. Knapp. Sehr schön. Die Sache haben wir erledigt. Schiffe sind in Auftrag. Dann werden wir, glaube ich, kurz nochmal beten. Und dann nach Stavanger. Neuer Ausbau? Nein. Und dann auf nach Stavanger, um möglicherweise den Rest der Stadtmauer dort fertig zu bauen. Was ja eigentlich noch fehlt, ist eine Kirche. Mensch, wir haben doch, also das kann doch nicht sein, wir haben doch nicht gerade eben gebadet. Das stimmt doch was nicht. Können wir noch was Sinnvolles mitnehmen? Schaut mal, wir haben nur noch 25 Ziegel in Lübeck. Wow, das ist ja ewig her, dieser Zustand. Gut, dass wir pro Woche 21 produzieren. Also wir haben jetzt wirklich den gesamten Vorrat für diesen Mauerbau aufgebraucht. Aber es ist in Ordnung. Absolut in Ordnung. So, ich halte jetzt mal wieder zwischendurch ein bisschen irgendwo an. Immer in der Hoffnung, doch noch irgendwo einen Kapitän zu finden. Was? Wir wurden beraubt? 50.000 Goldstücke und 1.700 Fass Waren? Was ist denn da los? Das kann doch nicht wahr sein. Wir hatten doch neulich schon auf Maximum... Wir müssen sofort zurück. Wir haben doch auf Maximum gestellt. Und wir haben doch jetzt deutlich weniger Waren im Konto. Das ist doch unfassbar. Lager. Vielleicht hatten wir doch mehr. Ah ne, wenn 1.100, das heißt in 100, das kann nicht viel... Also wir hatten Maximum. Eben noch mehr rauf, aber das ist ja bitter. Ist aber gar nicht richtig spürbar. War das wirklich in Lübeck? Habe ich das richtig gelesen? Oder war das woanders? Nee. Konto in Lübeck. Merkwürdig. Wirklich merkwürdig. Also nochmal nach Malmö. Waren wir da eben? Ich weiß gar nicht. Ja, wir waren da, glaube ich, eben. Na, gucken wir nochmal. Ne, wir waren nur auf dem Weg. Egal. So, dann schnell nach Oslo. Wird belagert. Aber uns interessiert nur der mögliche Kapitän. Und dann auf nach Stavanger, um hoffentlich den Rest der Mauer zu bauen. So, und es gibt Getreidemangel sogar. Und es regnet schrecklich. Was ist denn hier so los? Stadtkontor. Also, ein bisschen was ist da. Machen wir es mal so.
Eisenbahn werden offenbar auch ganz gut verkauft. Getreide haben wir ein bisschen. Hanf 168, das reicht noch nicht. Ah, ich hatte mich schon so gefreut, dass wir jetzt fertig werden. Hier was Neues? Nee. Naja, dann machen wir mit der Stadtmauer weiter. Okay. Wir können noch einmal kaufen. So, das war's. Oh, jetzt ist aber wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huh. Kurz vor dem Abschluss. Kurz vor dem Abschluss. Gut, es muss auch noch fertig gebaut werden. Ach, Menno. Naja. So. Gut, dann haben wir die Sache erledigt. Jetzt ist die Frage. Fahren wir nochmal auf Rundtour nach Kapitänssuche, um hier noch die Sachen besser zu optimieren. Also die Bevölkerung steigt wirklich offenbar. Ja, das ist offenbar so, dass sie nicht ansteigt, sondern wirklich erst ansteigt, wenn die Mauer fertig gebaut ist. Oder wenn vielleicht auch die letzten Wohngebäude oder überhaupt Gebäude fertig gebaut sind, dann wird es erst richtig losgehen. So schätze ich das mal ein. Na gut, dann begeben wir uns wieder auf die berühmte Rundtour. Kapitän war eigentlich erledigt. Haben wir noch was übersehen? Nee, eigentlich nicht. Ich frage mich, was mit der Expedition los ist. Die sollte doch langsam mal kommen. Vielleicht finden wir unterwegs ja noch ein paar Ziegel, dann können wir direkt nach Stavanger zurückfahren und weitermachen. Dann schaffen wir das auch manuell möglicherweise. Oh, hier sieht es ja wirklich herrlich grün aus. Nix da. Und Ziegel sind hier ganz gut vorhanden. Prima. Können wir vielleicht sogar komplett aufkaufen. Und fahren wir dann. Ach, Bergen hatten wir auch sowieso vergessen. Fahren wir direkt zurück. Verwalter meldet sich nur und bauen schnell mal weiter. Ich will das Ding jetzt fertig machen. Ja, schaut mal. Das reicht schon, oder? Jawohl! Ha! Und jetzt können wir noch weitere militärische Gebäude bauen. Hafenbombarde, Torbombarde, das ist auf jeden Fall gut und richtig. Aber, oh, die Stadt hat so wenig Geld. Aber das machen wir dann erst mal später, wenn wieder hier ordentlich Material hingebracht wurde. Aber der Stadt geben wir natürlich wieder mehr Geld. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Goldspenden hauen wir nochmal 100.000 rein. Okay. So, die Frage ist, gibt es jetzt noch was Neues zu bauen? Hier nicht. Oh ja, schaut mal, Straßenbrunnen, Kneipe, Werft. All das ist jetzt möglich. Das ist bestimmt sogar wichtiger. Dann lasst uns mal als erstes die Kneipe bauen. Da fehlen uns die Ziegel. Okay, und die Werft braucht 75 Ziegel und Hanf. Ei. Okay. Ab jetzt müssen wir Hanf liefern. Brunnen. Ach nee, das war die Kneipe. Die Brunnen brauchen nicht so viel. Straßen müssen wir dann auch noch bauen. Ich überlege, ob wir jetzt regulär hier beim Konvoi gleich mal das mit dem Hanf berücksichtigen. Ziegel ist schon wichtig noch, aber vielleicht nicht mehr so wichtig. Hanf haben wir, glaube ich, noch in Mengen. Ja, also maximal Ziegel, das nehmen wir jetzt mal raus. Wie sieht es überhaupt aus jetzt mit Holz hier in der Stadt? Holz haben wir noch 100. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen wieder ein bisschen Holz mit rein. Holz 10 und Hanf nehmen wir deutlich mehr jetzt mit rein, vielleicht 30. Oder vielleicht sogar 35 erstmal, können wir ja noch wieder ändern und Ziegel dann max den Rest. Na gut.
Okay, das haben wir. Dann laden wir die Ziegel nochmal aus und machen uns dann nochmal für einen Kapitän auf den Weg. Und ich warte echt ein bisschen auf die Expedition. Müssen wir uns Sorgen machen? Ich hoffe nicht. So, auf nach Bergen. Was haben wir hier? Nix da. Dann weiter nach Scarborough. Oh, das geht direkt durchs Unwetter. Das werden wir dann erstmal umfahren. Manuell. Dauert mir aber zu lange. Ne, jetzt ist es weg, dann ist es auch egal. Gut, dann können wir das vorlaufen lassen. Ja, sehr schön. Der nächste Kreier ist fertig. Da werden wir die Alpburg-Route dann vernünftig wieder noch weiter ausstatten. Und der wird heißen Brauf. Oder nehmen wir Gerpott. Das war einer der frühen Vorschläge, wo wir immer so intensiv mit Bier gehandelt haben. Das ist jetzt gewissermaßen eine Reminiszenz an die alten Zeiten. Scarborough. Nope. London. Die Kirche sieht ja auch interessant aus. Fällt mir gerade mal so auf. London. Nope. Wie sieht es aber allgemein in London aus? Bei uns im Kontor. Sehr viel Tran transportieren wir hierher, dass wir überhaupt nicht verkaufen anständig. Da sollten wir wohl mal was nachjustieren. Das brauchen wir nicht. Das ist die Maria. Die kommt hier auch schon. Schaut mal, da bringt sie schon wieder Tran. Das ist echt übertrieben. Das reduzieren wir mal auf 10. Gut. Also hier nichts da. Vielleicht hier unten. Was ist denn eine Brücke? Ist das Schiff schon wiedergekommen? Ne, die Hochseeunke ist die Flandern. Alles klar. Wir gucken weiter nach Kapitänen und irgendwann dann... seit langem mal wieder ein Angriff. Das hatten wir ja wirklich ewig nicht mehr. Vor London. Aber ich hoffe, sie kann fliehen. Stapel auf Seeschlacht. Ja, geflohen. Problemlos. Kapitän und Verwalter melden sich. Und wo sind wir? Sind wir jetzt in Brücke? Oder haben wir uns gar nicht bewegt? Ja, wir sind in Brücke. Brücke sehen und sterben oder einen Kapitän finden oder in die Kneipe gehen. Wo ist sie? Hier. Nix. Ja, dann nochmal auf nach Köln. Auch nix, aber hier gucken wir wieder mal nach dem rechten. So viel Tuch. Handeln wir das hier, bringen wir das hier hin oder kaufen wir das hier manchmal ein? Kontorhandel, Tuch wird verkauft für 320. Das ist schon ein sehr günstiger Preis. Da müssen wir nochmal auf die Flandernroute. Ne, Brücke hat eine eigene Tour. Brücke, ja, Köln meinte ich. Das ist die Wallenbrecher. Das ist die Tour. Tja, offenbar ist das zu viel Tuch, was sie hier bringt. Reduzieren wir mal drastisch auf 20. Das macht keinen Sinn. Okay, Leute. Dann sind wir erstmal auf diesem Stand. Ich werde hier erstmal nochmal wieder die Küste abklappern und dann nach Stavanger fahren. Und dort, glaube ich, die nächsten Baumaßnahmen einleiten. Beziehungsweise, wir werden vielleicht... Wo irgendwo gab es hier, glaube ich, Hanf, ne? Ja, hier. In Groningen, vielleicht auch in Köln, können wir ja auch noch Hanf kaufen. Ja, stimmt, haben wir hier nicht so viel auf Lager noch aus alten Zeiten. Das könnten wir doch dann sehr gut gebrauchen eigentlich. Ja, schaut mal, 189, wunderbar. Das werden wir jetzt direkt nach Stavanger bringen. Aber, liebe Leute, das dann erst beim nächsten Mal. Also,
Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.